Sei mir nicht böse, ja? Ich habe einfach Angst vor mir selber. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Wir kennen uns noch nicht richtig. Versteh mich doch, ich will so etwas gar nicht ausschließen in unserer Beziehung. Nur ich, weißt du, wir sollten vielleicht damit noch etwas warten. Was hältst du davon, ha? Frank, du bist so still. Warum sagst du denn nichts? Du darfst nicht böse auf mich sein. Nimm es bitte nicht persönlich. Du bist sicher ein viel besserer Liebhaber, als Lionel es je war. Er benahm sich im Bett immer wie ein Bauernflegel. Aber du, Frank, du gibst mir das Gefühl, als wäre ich eine griechische Göttin. Ich fühle mich verehrt und angebetet und geliebt. Oh, Frank. Guten Abend, Frank. Oh, hallo, Julie. Was machen Sie denn hier? Oh, ich stehe hier nur so rum. Oh, na, wenn das so ist. Sie können da nicht Wieso reingehen. Wieso nicht? Naja, also, weil, wissen Sie... Was hat Lionel diesmal vor? Dasselbe, was er seit 2 Wochen versucht. Nur heute hat er noch eins obendrauf gesetzt. Ach ja, hat er das. Nicht Julie. Frank, bitte, Frank. Bitte sei nicht böse, ja? Versprich es mir. Sag doch was, Frank. Was ist? Entschuldige, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Mach doch nichts. Hoffentlich habt ihr einen schönen Abend gehabt. Oh ja, mein Aber natürlich, Himmel. Es war wundervoll. Himmlisch. Das freut mich, dann wollte ich jetzt sicher gern allein sein. Wenn du so lieb wärst. Ja. Schön, ich werde mich dann wohl wieder verdrücken. Frank? Ja, Augusta? Frank? Bitte nimm es mir nicht übel, ja, ich... Und nicht doch. Was soll ich dir denn übel nehmen, Augusta? Ich weiß, eine Frau braucht Zeit für so eine Entscheidung. Bei dir zu sein, nur in deiner Nähe, macht mich schon zum glücklichsten Mann der Welt. Oh. Und ich werde, ich rufe dich an. Ja. Gute Nacht, Frank. Gute Nacht. Du bist so gut. Trinken wir noch was? Ja, gerne. Im 4. also. Sie sind ein Lügner, Mr. Lee. Sie rauchen doch. Er ist bestimmt der Mann, der in dem Haus war. Und er hat auch etwas damit zu tun, dass man mich töten wollte. Das muss ich Nick erzählen. Immer wenn ich mit dir zusammen bin, dann bin ich erst so richtig ich selber. Ich liebe dich, Layton. Ich möchte mit dir schlafen. Oh, Ted, ich möchte es auch. Was hast du? Was ist? Ich will es auch, aber... Mach dir keine Sorgen. Ted. Ted. Was? Wir sollten... Ich meine, wir müssen an ein Verhütungsmittel denken. Lecken, ich... Sowas habe ich aber nicht. Das macht nichts. Wir könnten zu mir nach Hause gehen, da habe ich etwas und... Du hast was zu Hause? Ja. Lecken, für wen brauchtest du das, wenn ich fragen darf? Etwa für Mark? Diesen Vollidioten? Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass du mit dem ins Bett gegangen bist. Ted! Nein, das will ich jetzt aber genau wissen. Wieso bist du so zu mir? Wieso? Weil ich plötzlich erfahre, dass das Mädchen, das ich liebe, mit einem Scheißkerl schläft. Du ziehst verdammt voreilige Schlüsse. Du hast doch gesagt, du liebst ihn gar nicht. Bei uns hat es damals ein halbes Jahr gedauert, bis du irgendwelche Anstalten gemacht hast, mit mir ins Bett zu gehen. Hör auf damit. Und von uns habe ich geglaubt, wir würden uns wirklich lieben und wären verrückt nacheinander. Das tun wir auch. Oh. Also benehme ich mich bloß wieder unmöglich. Ich bin wieder zu Besitz ergreifend. Ja, das bist du. Wie soll ich denn deiner Meinung nach reagieren? Einfach cool bleiben? So tun, als ob es mir egal wäre? Warum vertraust du mir nicht einfach ein bisschen?
Aber wenn du das nicht kannst, Ted, dann denk meinetwegen, was du willst. Ich ruf dich an. Glück, dass ich reinkam. Das war ganz schön knapp diesmal. Naja, es hätte wirklich besser laufen können. Aber auch viel schlechter. Versprühen Sie keinen falschen Optimismus. Ach, wir schaffen das schon. Das ist doch erst der Anfang. Wir haben jetzt einen Fuß bei ihr in der Tür. Einen Augenblick lang war sie schon am Hakenleinen. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr ich sie vermisst habe, bis ich sie heute in meinen Arm hielt. Wir brauchen eine neue Strategie, Frank. Haben Sie einen Vorschlag? Das hätte ich mir denken können. Ihnen fällt wohl überhaupt nichts ein. Immer muss ich alles machen. Sie haben da auch mehr drauf als ich. Ich bin nur der Wasserträger. Vergessen Sie das bloß nicht. Keine Bange. Also, wie gehen wir vor, Romeo? Warten Sie zu Hause. Ich rufe Sie an. Ich muss erst mal nachdenken. Wenn mir diesmal nicht was wirklich Umwerfendes einfällt, dann ist die Chose vermasselt. Okay, Sie melden sich, ja? Ja. Sie sind doch so nett. Ja. Mir hat mal ein Freund erzählt, dass er früher sein Hemd ins Fenster gehängt hat, damit seine Kumpels wussten, dass er ein Mädchen da hat. Ich hätte wohl meinen Slip raushängen sollen, damit du nicht einfach hier reinschneidest. Woher sollte ich wissen, dass du dich gerade auf dem Sofa verlustierst? Die meisten Leute schaffen es wenigstens bis ins Schlafzimmer. Was für ein fades Liebesleben du haben musst. Abgesehen davon sah es nicht so aus, als hätte ich einen Moment unvergesslicher Leidenschaft gestört. Du wolltest den armen Kerl doch sowieso gerade loswerden. Und woher willst du das bitte wissen? Ich kenne dich, Augusta, und eins habe ich sofort gesehen. Du hattest den Rückwärtsgang angelegt. Liebes Schwesterchen. Wie ich mein Liebesleben gestalte, das braucht dich überhaupt nicht zu interessieren. Der liebe Lionel spukt wohl noch in deinen Gedanken herum. Nein, der ganz bestimmt nicht. Er kommt deinen Gefühlen für Frank in die Quere. Julia, du hast keinen blassen Schimmer von Leidenschaft und Liebe. Also lass uns bitte das Thema wechseln. Okay, wie du willst. Ich kenne Frank erst seit wenigen Wochen. Und auch wenn er ein sehr netter Mensch ist, ist es mir eben noch zu früh, mit einem Mann ins Bett zu hüpfen, den ich nicht sehen kann. Was isst du eigentlich? Schokoriegel. Mal abbeißen? Ja. Hier. Danke. Hey, ich hab nichts von Aufessen gesagt. Ich rette dich nur vor deiner Fressgier. Oh, wie nett von dir. Ganz reizend. Ich weiß genau, was du hast. Was denn? Du liebst Lionel immer noch. Das ist Unsinn. Ist es nicht. Und ich erzähl dir was über deinen Frank. Er ist gar nicht so gefühlvoll, wie du denkst. Ich kann ihn nämlich sehen. Seine Augen, seinen Gesichtsausdruck. Liebe Julia, tut mir leid, aber mit deiner Menschenkenntnis ist es nicht gerade weit her. Toll, ich weiß also nichts über Leidenschaft und Menschen kenne ich auch nicht. Sonst noch irgendwas? Sei doch nicht immer gleich beleidigt. Hier geht es um Lebenserfahrung und Lionel ist einfach... ein windiger Hund, wohingegen Frank... Das behauptest du. Lionel betet dich an auf seine persönliche Art und Weise. Blaubart hat seine Frauen auch auf seine Weise angebetet. Auf jeden Fall liebt Lionel dich mehr als Frank. Lionel liebt zuallererst sich selber. Und außerdem möchte ich dir raten, seinen Namen in diesem Haus nicht nochmal zu erwähnen. Sonst fliegst du nämlich mit der nächsten Maschine zurück nach Phoenix. Schon gut, ich habe verstanden, vergiss es. Dieser Mann ist eine Krankheit, die werde ich nur los, wenn ich mich in einen anderen verliebe. Lauf nicht gegen den Stuhl. Danke. Frank, ist Mason schon da gewesen? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Vielleicht gibt er ja seine Praxis auf und geht in den Ruhestand. Ich suche ihn schon seit einer ganzen Weile. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er sich sehen lässt? Ja, sag ihm, sein Bruder hätte sich aus der Wohnung ausgesperrt. Ich habe die Schlüssel dran liegen lassen. Okay, Ted, ich werde es ihm sagen. Kommst du von der Hochzeit oder so? Oh, nein, vom Abschlussball. Ist er schon vorbei? Ich habe damals 2 Tage gefeiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist die Party schon vorbei oder was? Hi. Du hast dich wohl nicht besonders gut amüsiert. Wo ist er denn? Er ist das Auto holen gegangen.
Wollen wir uns heimlich wegschleichen? Ist das so ein übler Kerl? Nein, er ist in Ordnung. Du siehst nur so aus, als brauchst du Abwechslung. Mach dir keine Gedanken. Genieß du deinen Abend. Ich muss sowieso auf Mason warten. Was hat Mason denn, was ich nicht habe? Also er hat zum Beispiel den Wohnungsschlüssel. Oh. Tja, ich bin ausgesperrt. Oh Mann. Aber das ist es nicht, oder? Sag schon, was ist passiert? Ich will nicht darüber reden, Christy, okay? Du hättest auf mich hören sollen. Ich hab dir gesagt, solche Abschlussfeiern sind das allerletzte. Ja, ich hätte auf dich hören sollen. Also weißt du, Ted, in so einem steifen Operanzug kannst du einfach kein Raumschiff fliegen. Na komm schon. Also gut. Und du kriegst ja kaum Luft. Hier, runter mit der Fliege. Hey, gute Idee. Und was hast du heute so getrieben? Hm? Nur Unfug, wie üblich. Na, besser so? Ja. Ich, wie du siehst, bin ich verabredet. Okay, alles klar. Na dann, viel Spaß. Ja. Versprichst du mir was, Ted? Hm? Warte hier, bis ich wieder da bin. Auch wenn Mason inzwischen kommt. Oh, also ich weiß nicht, Christy. Bitte, Ted, wir könnten ein bisschen Spaß haben. Komm schon, wir werden diesen Abend garantiert noch retten. Nein. Bitte. Komm, du Pfeife. Bruce Springsteen zuliebe. Ist nicht okay, Bruce Springsteen zuliebe. Jetzt habe ich schon wieder verloren. Oh, ich muss jetzt gehen. Also, du wartest hier, bis ich wieder da bin, ja? Da bist du ja, Charlie. Dieser Anfänger da hat dringend eine Nachhilfestunde gebraucht. Er wusste gar nicht, dass er die kleinen grünen Außerirdischen alle abschießen muss, wenn er die Welt retten will. Viel Glück, Tiger! Wenn das hier in der nächsten Zeit mein Zuhause sein soll, dann mache ich mir es wenigstens auch gemütlich. Hey, immer mit der Ruhe. Hallo, womit kann ich dienen, hübsche Lady? Stanfield Lee raucht doch. Was? Er hat tatsächlich gelogen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er im Hotel geraucht hat. Es war Lee? Ja, es war Lee. Der Freund meines Vaters, der Mann aus jenem Haus. Nick, ich habe ihn rauchen sehen, im Fahrstuhl. Du hast doch geglaubt, du hättest dich geirrt. Ja, denn das erste Mal, als ich ihn sah, wirkte er ein bisschen runtergekommen und er hat über Zigaretten geredet. Und als ich ihn dann am Flughafen sah, war er plötzlich wie verwandelt. Er sah kultiviert aus, kannte meinen Vater und sagte, er hätte noch nie geraucht. Und vorhin standen mir beide Personen auf einmal gegenüber. Ich möchte nur wissen, warum er mich angelogen hat. Er wollte verhindern, dass irgendjemand erfährt, dass er es war, den du beim Abliefern des Päckchens gesehen hast. Hat er dich vorhin bemerkt? Oh, bestimmt nicht. Nein, aber denkst du, er hat was mit dem angeheuerten Killer zu tun? Mhm. Du bist vielleicht in Gefahr. Aber wenn mich jemand hätte töten wollen, das wäre die letzten Tage ein Kinderspiel gewesen. Ja, ich weiß. Irgendwas stimmt noch nicht an der Geschichte. Denk nochmal nach. Er hat dich also angelogen, als du ihn am Flughafen da gesehen hast. Da war ein Killer auf mich angesetzt. Und in dem Moment hättest du Lee auffliegen lassen können. Davor hatte er Angst, denn es wäre bekannt geworden, dass er sich zu dem Zeitpunkt in Santa Barbara aufhielt und nicht in Europa, wie offiziell behauptet wurde. Jetzt verstehe ich es. Ich habe ihn zufällig gesehen und deswegen wollte er mich... Genau, du musstest zum Schweigen gebracht werden. Und als er dann merkte, dass ich ihm Glauben schenkte, brauchte er mich nicht mehr umzubringen. Sehr gute Theorie. Leider können wir das Ganze nicht beweisen. Was hast du vor? Ich rufe Cruz an. Vielleicht weiß er ja einen Weg. Komm schon. Er ist nicht zu Hause. Auf dem Revier ist er auch nicht, das weiß ich. Na schön. Sieht so aus, als ob wir heute nichts mehr tun könnten. Wir müssen bis morgen warten, ehe wir weitere Schritte unternehmen können. Oh, Kelly, du siehst so verängstigt aus. Bist du okay? Ach, ich komm schon klar. Es geht schon. Hör zu, ich kenne die beste Methode der Welt, um die Angst zu verjagen. Habe ich in Vietnam gelernt. Ich lag im Lazarett und war verwundet. Wir standen damals ständig unter Beschuss und dann kam diese Krankenschwester rein. Ich dachte, jetzt gibt sie mir wohl eine Beruhigungsspritze oder eine Tablette. Aber stattdessen verpasste sie mir eine absolut irre Fußmassage. Dafür bin ich zu kitzlig. Außerdem muss ich jetzt gehen. Nein, 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 mein Ehrenwort, es wird nicht kitzeln. Und ich begleite dich auch danach nach Hause. Und wenn ich fertig bin, dann wirst du schlafen wie ein Baby. Könnte vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit im Fall meiner Mutter zutreffen? Sollte sie ihr Restaurant mal langweilen, wären sie sicher auch eine gute Juristin und könnten für mich arbeiten.
versuche Sie nicht, das Thema zu wechseln. Aber nicht doch. Ich sehe in Ihnen nur eine sehr faszinierende Frau, über die ich gerne mehr wüsste. Sie haben so etwas überaus Fesselndes in Ihren Augen. Oh, Mom, bitte entschuldige mich einen Augenblick. Ich muss kurz mit Ihnen sprechen. Ich komme. Natürlich, Schatz. Hallo, Sophie. Hallo, Lionel. So allein? Weißt du noch, als ich wieder nach Santa Barbara zog, hatten wir ausgemacht, nie wieder miteinander zu reden. Ja, aber es ist sehr viel passiert inzwischen. Du hast recht. Bitte setz dich doch. Danke. Sophia, weißt du, ich finde es wirklich schrecklich, dass Cruz einen offiziellen Bericht verfasst. Wenn der Staatsanwalt den in die Finger kriegt und an die Öffentlichkeit zerrt, wäre das furchtbar. Mhm. Ich weiß deine Haltung zu schätzen. Entschuldigt mich, ich werde das jemandem dabei erledigen. In Ordnung. Hör mal, Eden. Ja. Christy hat in der Gastronomie schon eine Menge Erfahrung. Und leider auch einen schlechten Ruf. Sie war nirgendwo länger als 2 Monate beschäftigt. Komm, ich bitte dich, sie ist noch ein Kind. Meine Angestellten erscheinen für gewöhnlich pünktlich zur Arbeit, okay? Und Christy scheint nur dann zu arbeiten, wenn sie gerade Lust dazu hat. Okay, ich verspreche dir, ich werde dafür sorgen, dass sie immer pünktlich da ist. Das Mädchen passt in euren Laden. Sie hat Humor, sie ist witzig und voller Ideen. Und unzuverlässig. Was noch nicht bewiesen ist, Eden. Sie wird ganz bestimmt gut ankommen bei den Gästen. Immer dieses Käppelsche Misstrauen, gib ihr doch eine Chance. Sie ist wirklich sehr nett, Eden, und außerdem kann sie dringend etwas Geld gebrauchen. Na, das hättest du mir auch gleich sagen können. Okay, sie kriegt den Job. Oh, Eden, du musst dich bereuen, das verspreche ich. Okay. Danke. Wann sollen wir unsere Uniformen abholen? Ich bin am späten Abend noch mal drüben, dann könnte ich sie euch gleich geben. Toll, dann bis nachher. Okay. Ich bin diejenige, die um Verzeihung zu bitten hat. Jetzt, wo wir beide wissen, was damals geschehen ist, möchte ich dir sagen, wie sehr ich es bereue, dass ich dir einen Schreck einjagen wollte. Rache ist etwas Furchtbares, Lionel. Wenn ich nicht versucht hätte, mich an dir zu rächen, dann würde Channing noch... Sophia, das darfst du nicht sagen. Hör auf, dich damit zu quälen. Natürlich wolltest du mich nicht umbringen. Geschweige denn deinem eigenen Sohn etwas antun. Es war eine schreckliche Tragödie, aber es ist vorbei. Wenn es dir eine Hilfe wäre, verzeihe ich dir. Ich möchte, dass wir wieder Freunde werden. Ja, das wäre wirklich schön. Das möchte ich auch. Erzähl mir, wie es dir geht, Lionel. Du siehst müde aus. Das ist noch freundlich formuliert. Ach, weißt du, Sophia, es sieht so aus, als ob alles schief läuft in meinem Leben. Ich werde mich in Zukunft an den Gedanken gewöhnen müssen, ohne Augusta zu sein. Und ich muss gestehen, dieser Gedanke ist unerträglich. Ich habe immer gewusst, wie sehr du sie liebst. Oh ja, das tue ich. Aber ich hatte nie eine Vorstellung davon, was es bedeutet, die Liebe seines Lebens zu verlieren. Sie war mein bester Freund, mein Ein und Alles, meine schärfste Kritikerin. Sie war so etwas wie mein anderes Ich. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Mir fällt sogar das Atmen schwer, wenn ich von ihr getrennt bin. Hast du ihr das eigentlich alles schon erzählt, Lionel? Oh ja. Ich habe alles versucht, was ich konnte. Sie weigert sich, mit mir zu reden. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich weiß nicht einmal, ob sie mich noch liebt. Oh, Lionel, hör zu. Ich glaube, niemand hört jemals ganz auf, den zu lieben, den er geliebt hat. Augusta ist natürlich sehr gekränkt, aber ich rate dir, es trotzdem weiter zu versuchen. Liebe sie weiter, bis du sie mit deiner Liebe erreichst und versuche, die Wunden zu heilen, die du ihr zugefügt hast. Ich bereue, dass sie meinetwegen so gelitten hat und ich wünschte, ich könnte es wieder gut machen. Aber wir müssen auf jeden Fall zu unserer Liebe stehen. Wir kommen doch nicht davon los. Du hattest recht. Recht? Womit? Es kitzelt wirklich nicht. Gefällt es dir?
Oh, es ist wundervoll. Ich wusste gar nicht, wie gut das tut. Kelly? Du siehst aus wie ein Engel. So wie ich mir immer einen vorgestellt habe als Kind. Ein wunderschöner Engel. Langsam besser in dem Spiel. Hä? Jetzt erschießt du schon jeden 10. Angreifer. Vielleicht fordere ich dich mal raus. Versuch es lieber nicht. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Du würdest verlieren. Ich bin der ungeschlagene Champion in McGinnitys Videospielhalle. Oh, da bin ich ja noch mal davon gekommen. Na, so gerade. Hey, das sieht fast wie ein Lächeln aus. Das müsste man eigentlich fotografieren. Komm, so schlimm bin ich auch wieder nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde nur, du hast was verdammt Ernstes an dir und wir sollten was tun, um dich aufzuheitern. Einverstanden. Irgendwelche Vorschläge? Ja, ich wüsste schon etwas, aber daran verbrennst du dir wahrscheinlich die Finger. Christy, ich habe einen schönen Vorschlag für dich. Ich könnte eine Abwechslung vertragen nach der Verabredung eben. Was würdest du von einem Job halten, sagen wir mal, im Orient Express? Was willst du damit sagen? Naja, ich habe gerade mit Ihnen gesprochen und sie sagt, du kannst für sie arbeiten. Ist das dein Ernst? Das ist klar. Ja fantastisch! Ja. Davon hätte ich nicht zu träumen gewagt. Wir können sogar die Uniform heute noch abholen, wenn wir wollen. Uniform? Jawohl, Sir. Gefreiter Christy meldet sich zum Dienst, Sir. Röhrensoldat. Ja, Sir. Hoffentlich bekomme ich was Kurzes, schulterfrei. Oh, das ist unwahrscheinlich. Da kennst du ihn schlecht. Womöglich muss ich sogar wieder so eine blöde Fliege tragen. Nicht doch, Ted. Die steht dir gut, die Fliege. Ehrlich, sie passt zu dir. Ah, tolles Kompliment. Vielen Dank. Hey, das war doch nicht bös gemeint. Leicht nach vorn gebeugt. Oh, das ist was für ein Masochist. Nur noch eine Viertelstunde, dann gibt's eine Schokoriegel. Na, großartig. Erwartest du noch Besuch? Nein, du? Nein. Dann hol die Pistole, bevor du an die Tür gehst. Ich finde, du übertreibst. Warum fragen wir nicht einfach, wer da ist? Wer ist da? Hier ist Lionel. Ich will zu Augusta. Und ich sag noch, hol die Pistole. Wehe, wenn du die Tür aufmachst. Leine, wenn du reinkommst, rufe ich die Polizei. Augusta, hör mich wenigstens an. Lass ja die Tür zu, Julia. Danke, Julia. Du solltest doch nicht aufmachen. Leine, ich will dich hier nicht mehr sehen. Du wirst nicht von mir verlangen, dass ich hier bleibe und zuhöre, wie ihr euch anschreit. Ihr könnt euch genauso gut anschreien, ohne dass ich dabei bin. Wo bist du, Julia? Lass mich bloß nicht allein mit ihm. Ich werde jetzt duschen gehen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst hier bleiben und zittern, genau wie ich. Ich komme bald wieder und schaue mal nach, ob ihr beide noch lebt. Du bist eine Missgeburt von einer Schwester. Ich habe immer gewusst, dass du mich hast. Gib mir sofort die Ohrringe, die ich dir geliehen habe, zurück. Ich leg sie wieder in deine Schmuckschachtel. Julia, lass mich nicht mit ihm allein. Sie ist weg, Augusta. Du musst nicht glauben, dass ich dir wehtun will. Dir fällt sicher noch was Neues ein. Nein, du könntest höchstens mir wehtun. Oh, das freut mich sehr. Das ist immerhin etwas. Ich habe übrigens ernste Absicht mit meinem neuen Freund, dem Astronauten. Ex-Astronauten, ja, ich habe von ihm gehört. Na, das hoffe ich doch. Er ist sehr nett und aufmerksam, ein richtiger Kavalier. Er bringt mir Geschenke und wenn ich ihn brauche, ist er nicht gerade auf Tahiti. Er wird dich schnell zu Tode langweilen. Immer noch besser, als mich ein Leben lang von dir quälen zu lassen. Können wir diese Feindseligkeiten nicht mal vergessen, hä? Ich bin hier, um zu erfahren, wie es dir geht.
Wie sehe ich aus? Umwerfend. Wunderschön und sexy. Gut, so fühle ich mich auch. Jetzt kannst du gehen. Ich vermisse dich. Oh, wieso denn? Ich dachte, Sophia ist frei, auf Kaution zumindest. Hiermit hat Sophia nichts zu... Lionel, wenn ich im Leben eine Sache wirklich gelernt habe, dann, dass ich dir nie wieder ein Wort glauben werde. Du hast mich seit Jahren mit Sophia betrogen, von Anfang an. Du bist mir nicht mal treu gewesen, als wir frisch verheiratet waren. Oh, du willst mir doch nicht etwa weismachen, du hättest nicht den einen oder anderen Seitensprung gemacht während unserer Ehe. Nun ja, wer ist schon gern allein? Schließlich muss man ja überleben. So nennst du das also, okay? Ich nehme dir überhaupt nichts übel, wirklich. Augusta, ich mag unverzeihliche Dinge getan haben, aber ich bitte dich von ganzem Herzen, mir zu verzeihen. Ich liebe dich aber nicht mehr. Das glaube ich dir nicht. Das ist dein Problem. Augusta, wir haben bald ein Jubiläum zu feiern. Welches? Doch nicht etwa den Jahrestag deines ersten Ehebruchs. Ich meine den 21. Juni. Den Abend möchte ich gern mit dir verbringen. Vielleicht könnten wir in Verhandlungen eintreten. Geht es um Scheidung? Es wäre einfacher, du würdest meinen Anwalt anrufen. Nein, ich hatte eher an einen Neubeginn gedacht. Es kann diesmal alles anders werden. Oh ja, denn du wirst nicht mehr hier sein. Augusta, verbring nur diese eine Nacht mit mir. Tut mir leid, Lionel, aber ich habe schon was vor am 21. Ich werde dein Foto aus dem Familienalbum rausschneiden. Würdest du jetzt bitte gehen? Augenblick noch. Was hast du jetzt schon wieder vor? Wirst du hören. Warum tust du das? Ich hab's zufällig in einem Plattenladen gefunden. Das wurde an unserem Hochzeitsabend gespielt, weißt du noch? Ich will das nicht hören, Lionel, bitte nicht stell doch. Es ab! Ein Tanz. Mehr verlange ich nicht. Nur ein Tanz. Komm. Du brauchst keine Angst zu haben. Nein, ich kann nicht. Bitte bleib doch. Weißt du noch, was wir uns ins Ohr flüsterten, als wir tanzten? Alle Blicke waren auf uns gerichtet. Und wir hatten nur Augen für uns. Und wir hörten nichts außer unserem Atem. Nichts außer unserem Herzschlag. Wir waren so verliebt. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich gut. Lionel, bitte, ich lege keinen Wert mehr auf diese Erinnerung. Los, geh weg. Wenn du irgendetwas für mich empfindest, dann geh. Okay, ich werde gehen. Abartig aus. Wie bitte? Was soll denn das heißen? Wieso denn abartig? Na, ich meine, weißt du, abartig gut, verstehst du? Affengeil. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Abartig. Sitzt jedenfalls ganz gut. Ja, meins ist ein bisschen eng, aber es gefällt mir. Was darf ich Ihnen bringen? Ich sehe aus wie eine alte Frau. Ted, so kann ich doch nicht rumlaufen. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Was tust du? Christy. Ich ändere mein Outfit ein bisschen. So. Aber das kannst du doch nicht machen. Nicht doch, Christy, bitte. Also, ich finde, das sieht abartig aus, wenn du mich fragst. Nein, das sieht toll aus. Ich finde... Mhm.
Jack Lee. Hallo, Jack Lee. Na, wer stört dich so spät? Julia. Der Kandidat hat 10 Punkte. Ich habe versucht, dich im Hotel zu erreichen, aber da warst du nicht. Also dachte ich, ich versuch's mal im Büro. Sag bloß, du machst Überstunden. Ja, C.C. Capwells Anwalt schläft eben nie. Was kann ich für dich tun? Leider, glaube ich. Das heißt, nein, ich bin ganz sicher, dass ich einen von Augustas Ohrringen bei dir verloren habe. Du hast ihn nicht zufällig gefunden, oder? Nein, leider nicht. Hättest du was dagegen, wenn ich, sagen wir, morgen früh vorbeikomme und danach suche, Jack? Nein, aber dann könnte es eventuell schon zu spät sein, weißt du. Die Putzkolonne kommt gegen 3 Uhr früh und wenn die ihn finden, dann ist er weg. Also ich würde es für besser halten, du kommst gleich hierher. Ja, ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. In einer Viertelstunde bin ich da. Ich freue mich darauf. Ach, Julia, hier steckst du. Ja, hör zu, ich muss noch mal kurz weg, aber es dauert nicht allzu lange, okay? Ich geh schon. Hallo, Julia. Frank? Ich bin's, Augusta. Ich war zufällig gerade in der Gegend, da sah ich Licht. Ich störe hoffentlich nicht. Oh nein, Frank, im Gegenteil. Das gibt mir Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Ich müsste mich bei dir entschuldigen. Doch nicht etwa dafür, dass du mich begehrt hast. Es war meine Schuld, ich wusste nicht, was ich wollte. Um es wieder gut zu machen, würde ich gerne einen schönen Tag mit dir verbringen. Weißt du, nur wir beide. Das wäre wunderbar. Einen ganz bestimmten Tag. Ich hatte da an Lionels und meinen Hochzeitstag gedacht. Denn dass ich ihn endlich los bin, ist wirklich ein Grund zu feiern. Ja, und du darfst aussuchen, wo und wie wir den Tag verbringen. Hauptsache, es ist etwas ganz Besonderes. Da hast du dir den richtigen ausgesucht. Es wird ein wunderbarer Tag werden, das verspreche ich dir. Danke. Ach, er muss hier irgendwo sein. Auf dem Teppich kann man ihn eigentlich gar nicht übersehen. Tja, ein Juwel, das sich rar macht, Julia, genau wie du. Mach jetzt bitte keine Witze, Jack. Augusta erwürgt mich, wenn ich den Ohrring nicht finde. Das ist die Strafe dafür, dass du versucht hast, mich zu verführen und dann gekniffen hast. Ich versuche so etwas nicht. Entweder tue ich's oder ich tue es nicht. Ach, weißt du, du redest gerne groß daher, aber in Wirklichkeit fürchtest du dich. Ja, ich bin immer noch attraktiv für dich. Und das erschreckt dich. Wenn du das glauben möchtest, um dein angeknackstes Ego wieder aufzupolieren. Aber der wahre Grund, warum ich nicht mit dir schlafe, ist, dass ich schlichtweg keine Lust darauf habe. Oh, schau, was ich da gefunden habe, Jack. Sehr geschicktes Timing. Finde ich auch. Ach, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Ich soll wohl immer zu Hause warten. Nein, nein, Sie dürfen schon mal eintrinken gehen. Aber eins müssen Sie, fernbleiben von diesem Haus. Was tun Sie hier? Das geht Sie ja wohl nichts an. Das geht mich nichts. Da drin ist meine Frau. Diese Frau verliebt sich zufällig gerade in mich. Nein, nicht in Sie, sondern in einen Ex-Astronauten, den ich erfunden habe und dem ich seine Sätze aufschreibe. Zu Ihrer Information, ich hatte gerade ein sehr nettes Gespräch mit Augusta. Und es lief um einiges besser als mit dem verdammten Gekritzel von Ihnen, das ich sonst immer lesen muss. Ja? Ja. Jetzt hören Sie mir mal zu. Nein, 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 jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe satt, ewig von Ihnen rumkommandiert zu werden. Es stinkt mir nämlich noch einmal und ich verschwinde. Jawohl. Und ab heute, dass wir uns richtig verstehen, gehen wir als Team an die Sache ran. Ich will ein Mitspracherecht bei allen weiteren Entscheidungen, okay? Ah? Ja, so ist es. Wollen Sie es schriftlich? Machen wir von mir aus einen Vertrag. Das wird nicht nötig sein. Ich bin einverstanden damit. Im Ernst? Ja. Und jetzt zurück an die Arbeit. Natürlich. Okay, also folgender Plan. Sie bitten Augusta, nächsten Freitag mit Ihnen auszugehen, denn das ist zufällig unser gemeinsamer Hochzeitstag. Ah, Augusta war schneller. Was? Sie hat sich schon mit mir verabredet. Sie hat? Sie möchte gern feiern am Freitag. Feiern, dass sie gerade los ist. Ja? Ja. Schön. Okay, sie soll ihr Fest haben. Sie kriegt ein Fest, das sie nie mehr vergessen wird. Sie haben schon einen Plan? Und was für ein Hammer. Ich sag's Ihnen, Frank.
Nicht jetzt, Jack. Ich will dich. Kriegst du immer alles, was du willst? Ich würde sagen, meistens. Wird es nicht langweilig auf die Dauer? Ach, mit dir würde ich mich nie langweilen. So einfach mache ich es dir nicht. Du siehst mich gerne an deiner Leine zappeln, nicht wahr? Warum wehrst du dich so gegen etwas, wonach du im Grunde dich selber sehnst? Ich weiß nicht. Irgendwie küsst du nicht mehr so gut wie früher. Ich fange ja gerade erst an. Vielleicht bist du mit zu vielen Frauen zusammen gewesen, das Feuer lässt nach. Gar nichts lässt nach. Ich verstehe nicht, was das heißen soll. Oh, dann will ich es dir mal erklären. Oh, ich muss gehen, so ein Pech. Danke für die Hilfe beim Suchen. Du bist ein Schatz. Die kriegt dich nicht runter. Du bist gut. Du bist der Beste! Du wirst genauso gut sein wie Jack Lee. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich werde besser sein als er. Wie gefällt dir meine neue Kellneruniform, Laken? Ganz gut. Und was sagt Eden dazu? Naja, Eden hat mich noch nicht gesehen. Also, ich bin soweit. Könnt ihr mich im Auto mitnehmen? Nimm du doch das Auto. Ich fahr dann mit Ted. Okay. Also, ciao. Wir sehen uns beim Tellerwaschen. Gute Nacht, Christy. Ihr zwei scheint euch ja prächtig zu verstehen. Ja. Ted, ich wollte mich entschuldigen. Ich hätte dir gleich sagen sollen, dass Mark und ich nicht miteinander geschlafen haben. Du hast es verdient, es zu erfahren. Danke, dass du mir das sagst. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich so aufgeregt habe wegen der blöden Verhütung. Ich habe wohl geglaubt, du würdest mir gehören. Siehst du das wirklich ein? Irgendwie schon, aber ich finde, wenn zwei Menschen sich lieben, dann gehören sie zueinander, mit Haut und Haaren und... Also manchmal sind deine Ansichten über die Liebe ganz schön verstaubt. Das mag am Anfang wunderschön sein. Aber jetzt will ich eine reifere und erwachsenere Beziehung haben. Ich war der Meinung, dass ich das auch will, Laken. Das tust du nicht, wenn du uns nicht als eigenständige Menschen siehst. Wenn du nicht zulässt, dass jeder für sich wachsen kann. Aber warum triffst du Vorbereitungen dafür, mit Mark ins Bett zu gehen? Dafür gab es nie irgendwelche Vorbereitungen. Aber was ist dann mit dem Zeug, das du bei dir aufbewahrst? Das war für dich, Ted. Als wir noch zusammen waren, habe ich das besorgt. Es ist lange her. Laken, es tut mir leid, ich... Ich war zu verletzt und wütend, es dir vorhin zu sagen. Warum hast du mir nicht vertraut? Das wird sich ändern. Das verspreche ich dir, Kleines. Ich wusste einfach nicht, was los war, aber... ab jetzt werde ich dir vertrauen. Ich bin nicht sicher, ob du das wirklich tust. Ted, es ist nur der Gedanke macht mir Angst. Mehr als wenn es Mark wäre. Ich verstehe nicht. Was ich meine, ist... mit ihm wäre es einfach nichts Besonderes. Ich würde es tun und nichts dadurch riskieren. Aber bei dir, Ted... bei dir würde ich alles riskieren. Es wäre nicht bloß mein Körper, es wäre viel, viel mehr als das, weißt du? Davor habe ich Angst. Habe ich auch. Mir geht's genau wie dir. Wirklich? Ja. Du bedeutest mir so viel, Laken. Ich, habe sogar noch mehr Angst als vorher. Ich meine, du wirkst... auf mich jetzt wie eine ganz andere Frau. Mit einer starken Persönlichkeit. Und Reife. Du bist auch anders geworden. Denkst du, wir können nicht mehr zusammenfinden? Ich weiß es nicht. Keine Angst, Kelly. Ich bin ja da. Bei mir. Du bist beim Fernsehen eingeschlafen. Es ist alles in Ordnung. Nick, bitte bring mich nach Haus. Okay, ich bring dich nach Haus. Wieso bin ich eingeschlafen? Du hättest mich nicht einschlafen lassen sollen. Du warst müde und völlig fertig.
Ich wusste nicht, dass es dich so beunruhigen würde. Entschuldige, aber seit Joe tot ist da. Es ist schon okay. Du brauchst nichts zu erklären. Meine Fußmassage war schuld. Das war's nicht. Hey, Kelly. Ich hab mir was überlegt. Ich weiß, was wir tun können. In Sachen Jack Lee. Was denn? Es gibt da einen Neubau. Direkt gegenüber dem Capwell Hotel. Was hältst du von der Idee, dass wir uns dort ein Zimmer nehmen und Lees Büro von da aus beobachten? Ist das dein Ernst? Absolut. Wir können doch nicht ohne Beweise zu Cruise gehen. Wir müssen vorher noch ein bisschen was herausfinden über diesen Jack Lee. Und ohne dass er es merkt, werden wir beweisen können, dass er der Kerl ist, der damals in dem Haus gewesen ist. Wollen wir etwa tagelang da sitzen und ihn ausspionieren? Ich weiß, dass das nicht eine der normalsten Methoden ist. Aber uns bleibt einfach nichts anderes übrig, Kelly. Ich habe ein Teleobjektiv und alles andere, was wir brauchen. Wir können Fotos von ihm machen, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Vielleicht erwischen wir ihn mit einer Zigarette oder irgendetwas anderem. Na, was denkst du? Ich weiß nicht, Nick. Was hast du dagegen einzuwenden? Ich weiß nicht. Die Sache gefällt mir irgendwie nicht. Kelly. Hat es irgendetwas mit mir zu tun? Damit, dass du mit mir hier alleine warst? Nein, es ist nicht wegen dir. Es ist etwas anderes. Es ist mein Problem, verstehst du? Es sind all die Dinge, die passiert sind. Kelly, hör mal. Alles, was ich von dir möchte, ist deine Freundschaft. Du kannst mir vertrauen, ich bin selbst Experte darin, andere auf Abstand zu halten und Mauern aufzubauen. Noch Jahre nach dem Krieg hatte ich Angst, jemanden an mich ranzulassen. Ich bitte dich nur um eins, dass du dich mir nicht vollkommen verschließt. Du hast mal davon gesprochen, dass wir uns helfen wollen. Lass uns das nicht aufgeben, bevor wir überhaupt angefangen haben, okay? Okay. Du hast recht. Ich vertraue dir, Nick. Deine Hilfe kann ich gebrauchen. Ach, und die Idee mit der Überwachung finde ich auch sehr gut. Von mir aus können wir morgen das Zimmer mieten und mit der Sache anfangen. Gehen wir. Okay.